Das sind schon beeindruckende Pötte, die man täglich bei uns beobachten kann. Containerschiffe, die randvoll vollgepackt sind. So scheint es zumindest. Aber wie sieht es eigentlich drinnen aus? Und wie gut sind die Arbeits- und Lebensbedingungen für die Besatzung? Das wird jährlich kontrolliert. In allen Häfen im Norden sind in dieser Woche Inspektionstrupps von der Internationalen Transportarbeiterföderation unterwegs. Heute haben sie unter anderem auf einem Containerschiff in Lübeck nach dem Rechten gesehen. Und wir durften mit dabei sein. Sie haben einen Auftrag. Sie sollen prüfen, wie es den Seeleuten hier an Bord geht. Dies Leitner, ein Containerschiff unter der Flagge Zyperns. Er ist seit 4 Jahren als Inspektor für die Internationale Transportarbeiterföderation im Einsatz, Hamani Amadou aus Nigeria. Er weiß, auf vielen Schiffen sind die Arbeits- und Lebensbedingungen für Seeleute schlecht. Wenn der Seefahrer mehr als 103 Stunden arbeitet, dann muss er extra Überstunden bezahlt werden. So, und deswegen kontrollieren wir das hier. Es wird die Überstunden, also die Arbeitszeiten, richtig eingetragen. Und dann kann man daraus entnehmen, ob alles in Ordnung ist. Nach der Kontrolle der Personalakten? Lagerkontrolle. Hamani Amadou will wissen, ist für die 12-Mann-Besatzung genug Essen an Bord? Wir gucken, die bekommen jeden 3 Wochen Proviant und der meint, dass sie heute noch mehr bekommen werden. Um 20 Uhr geht es weiter nach St. Petersburg. Bis dahin müssen die Lebensmittel unbedingt da sein. Kontrolle in der Küche. Sauberkeit und Essensqualität. Heute gibt es Schweinebraten. Kein Problem, da keiner der Besatzungsmitglieder Muslim ist. Die Seeleute kommen aus 5 verschiedenen Nationen. Monatelang sind sie von der Familie getrennt. Ich bin jetzt fast 2 Monate an Bord, vielleicht noch weitere 8 Monate. Ich kann meine Familie in der Zeit nicht sehen. Aber ich bin glücklich, weil ich sie anrufen kann oder mit meiner Tochter und meiner Frau skypen kann. Wir haben uns daran gewöhnt. Nach knapp 2 Stunden haben Inspektor Amadou und sein Team die Kontrolle beendet. Ich kann sagen, dass ich mit der Inspektion zufrieden bin. Und ich werde einfach in meinem Bericht am Ende schreiben, dass ich kein Problem persönlich gefunden habe. Und ein Problem hat sich dann auch noch gelöst. Die erwartete Lebensmittellieferung kommt gerade rechtzeitig an.